Hier spricht da wieder der Jürgen Schilling live und ohne Netz und doppelten Boden, live und in Farbe von der Penthouse-Praxis Dr. Brandsauer, Fuchstraße 8 in München, Großhadern. Eine Penthouse-Praxis, also im 13. Stock, wo Himmel und Erde sich berühren, da sitze ich seit 2008 und zeige diese Technik, diese genussvolle Technik des Schmauens, bei der man essen kann, solange man möchte, so oft, so spät, so süß, und man wird immer schlanker und gesünder. Oder, Achtung, oder man nimmt wieder zu, wenn man Untergewicht gehabt hat. Das ist ganz was Wichtiges, weil hier sind oft Magersüchtige hier oben. Anorexia nervosa, diese tödliche Krankheit. Kürzlich war ein junges Mädel da mit Binge Eating. Und die Mama war auch dabei. Binge Eating. Wisst ihr, was Binge Eating ist? Auch lebensgefährliche Krankheit. Man stopft unentwegt in sich hinein, ohne zu erbrechen. Erbrechen ist Bulimie, aber Binge Eating ist auch beim Trinken oft der Fall. Gell? Man schüttet sich voll, bis man fast platzt. Und hat dann Befriedigung, also eine Pseudobefriedigung. Und alle diese Menschen kommen hier rauf, essgestört, verhaltensgestört. Und deswegen habe ich eine Idee. Und ich bitte euch, macht mit. Ich habe eine Idee, wie wir dieses Milliardengeschäft mit der Dummheit auffliegen lassen können. Die Diäten, die Diätfirmen, die jedes Jahr wieder Milliardengewinne machen und immer wieder fallen Millionen Menschen drauf herein. Und alle, die hier oben waren, die sind befreit von dem Terror der Diäten. Und immer wieder schreibe ich auch Artikel, schaut mal hier, immer, das ist das Schmauen, Esslust statt Diätfrust. Immer wieder schreibe ich drüber, auch in meinem Buch Kau dich gesund, auf Seite 14 geht's los, analysiere ich, warum immer wieder aufs neue Diäten gemacht wird, immer wieder. Und da liest man es jetzt nur und hat es aber noch nicht drauf. Das habe ich ja entdeckt, dass es überhaupt nichts bringt. Im Grunde genommen haben wir es nicht nötig, etwas Neues gesagt zu bekommen. Wir wissen schon genug, um ein vollkommenes Leben führen zu können. Viele von euch haben hunderte von Büchern schon gelesen oder haben die Bergpredigt gelesen, die Goldene Sittenregel, Matthäus 7,13, was weiß ich. Ignatius von Loyola, der große Philosoph, sagt, nicht das viel Wissen gewährt uns Befreiung und sättigt unsere Seele, sondern das innere Fühlen und das Erschmecken der Dinge. Das kann man genauso aufs Essen beziehen. Und ich habe eine Technik entwickelt mit dem Schmauen, wo man sich lebenslang von Diäten befreien kann. Und ich habe jetzt eine Idee, weil die ersten Videos YouTube und Facebook schon so wunderbar ankommen, möchte ich Folgendes anbieten. Schreibt mir eure Erfahrungen mit Diäten, die bitteren Erfahrungen. Und ich habe die Idee gehabt, weil seit 2008, seit ich hier sitze in dieser Penthouse-Praxis und ich mache ein Coaching-Seminar mit so viel Erfolg gebe, es kommen Leute auch aus Amerika her, Liechtenstein kürzlich, Schweiz, Österreich, immer, schreiben mir die Menschen, wenn ich sie frage, warum kommen sie, was haben sie für Probleme, haben sie Diäten gemacht, kriege ich eine riesen Liste von Diäten, die die Menschen gemacht haben, die heraufkommen und sie schreiben, dadurch sind wir essgestört worden, deswegen sind wir hier. Und ich möchte Folgendes machen, schreibt mir eure Erfahrungen mit Diäten jetzt unter diesem Film und teilt diesen Film, gebt ihn weiter, schafft Kommunikation mit diesem Film und Daumen hoch, oder wie das in den modernen Medien heißt. Ich bin ja noch ein totaler Beginner bei YouTube und Facebook, aber ich spüre das Medium, das ist sensationell, da kann man was bewirken. Schreibt mir eure Erfahrungen und wer sich quasi outet oder outet ist, es braucht kein Outing sein, schreibt mir nur die Erfahrungen und euer Bild und was immer. Und wer das macht, kriegt mein E-Book. So macht Zucker glücklich, schlank und gesund und sexy, von mir gratis zugeschickt. Also schreibt mir eure Kommentare und teilt diesen Film sofort, weil ich euch sagen möchte, warum eine Diät nicht funktioniert. Es ist ganz einfach ausgedrückt. Essen und Trinken ist ein Trieb. Also stärker als der Sexualtrieb. Es kommt in der Triebhierarchie gleich nach dem Atmen. Wir haben keine Chance. Der Verstand, wenn er sich einmischt, auch über Ernährungsempfehlungen oder erhobenen Zeigefinger, hat keine Chance. Wir fallen immer wieder zurück in unsere Geschmackspräferenzen. Das ist völlig normal. Außerdem haben wir evolutionsbiologisch eine Konditionierung in uns, eine Programmierung, die so sagt, mach weiter, mach weiter. Die Hungerperiode steht hinter dir oder es wird dir weggenommen. Sarah Wiener hat mir, wenn ich das sagen darf, Sarah, habe mir mal gesagt, auch sie sei eine Schlingerin gewesen, weil sie im Internat aufgewachsen ist.
Oder wenn jemand mit vielen Geschwistern aufwächst, dann haben auch Angst, es wird das weggenommen. Also man stopft es rein, weil man die Technik des Schmaus nicht drauf hat. Wenn ihr die Technik drauf habt, dann lehnt ihr euch zurück und ihr dürft sofort schlucken und ihr habt einen Genuss. Alle Ängste sind weg, alle Urängste sind weg, dass man verhungert, dass was weggenommen wird. Ihr habt völlig neue Muster, also in eurem mesolimbischen dopaminären Belohnungssystem. Das wird durch Schmauern neu eingestellt. Und solange das nicht geschieht, habt ihr keine Chance abzunehmen oder zuzunehmen oder euer Gewicht zu regulieren. So läuft es ab, wenn ihr die Technik des Schmauerns drauf habt. Der beste Beweis hier, ich habe es gesehen, aber es macht ja nichts, 6 Millionen Auflage. Und diese Geschichte des Klassikers aller Frauenzeitschriften, die stimmt nun wirklich. Weil das könnt ihr überprüfen, auch auf der Homepage von Barbara Keil, eine Künstlerin aus Wien. Sie hat sogar eine eigene Homepage. Coach, sie ist von mir ausgebildeter Schmauencoach inzwischen. Und, ich bin schon ganz nervös, Barbara, weil heute hat sie bei Facebook ihre Geschichte sogar reingeschrieben, gepostet. Also ihr könnt gleich mal reinschauen. 50 Kilo abgenommen. Und sie hat sogar ein eigenes Buch rausgebracht über ihre Geschichte. Und ihre Homepage heißt genusslehrerin.at. Genusslehrerin.at. Da könnt ihr die Bilder davor sehen. Sie war so dick. Sie schreibt unter anderem in diesem Artikel, dass sie 400 Bücher über Diäten im Regal stehen hatte und alles ausprobiert. Nichts hat funktioniert. Und dann schreibt sie hier, ich würde heute im Rollstuhl sitzen, ich wäre operiert, bariatrische Chirurgie, Magen raus operiert. Ich würde vermutlich 180 Kilo wiegen, im Rollstuhl sitzen, ich wäre todkrank. Ich habe das Schmauen entdeckt. Das könnt ihr auch auf meiner Homepage nachlesen, dieser Artikel aus Bild der Frau. Und nehmt das als leuchtendes Beispiel, als Inspiration. Wenn ihr wieder hier schmeckt und riecht, es ist hier drin ein Navi, ein Gaumennavi, ein Sensorium, das nicht ausgebildet ist. Und das ist das ganze Problem, wenn ihr das ausgebildet habt. Dann ist Schluss mit der oralen Frigidität. Wir haben eine orale Frigidität hier drin, eine orale Anästhesie. Wir spüren nichts mehr, sagt auch Sarah Wiener. Sie schreibt, wir schmecken und riechen nicht mehr, wir werden nur noch gefüttert von der Nahrungsmittelindustrie. Und ihr könnt aus diesem Kästchen heraus, wenn ihr wieder schmaut. Und auch die Schlanken haben das Problem, dass eben auch Insulin und Blutzucker eine Disbalance da ist und alles das. Könnt ihr ja in meinem Insulinfilm auch nachschauen, nachschmauen. Ich beschreibe genau, dass über die Methode des Schmauens der Insulin- und Blutzuckerspiegel wieder stimmt und auch Kohlenhydrate schlank machen oder halt bei Untergewicht, dass man wieder zunimmt, dass man rauskommt aus diesem Wahn. Und dieser Hashtag für diese Aktion, wo ich euch bitten möchte, sofort mitzumachen, schreibt sofort die Kommentare unter diesem Film. Teilt den Film sofort. Teilen ist das Schönste auf dieser Welt überhaupt. Markus Lanz, der große Moderator aus dem ZDF, der Star Markus Lanz, jeden Abend im ZDF oder 4 Tage in der Woche in der ZDF, hat einen Bethlehem-Film gemacht. An Weihnachten mal, ich glaube vorige Weihnachten, und da kam der wunderschöne Satz, wenn jeder teilt, dann würden alle satt werden auf dieser Welt. Und das impliziert auch das Schmauen. Teilt diesen Beitrag, gebt ihm weiter, und der Hashtag heißt vom Diätwahn befreit, ich schmaue. Oder vom Diätenwahn befreit, ich schmaue. Wenn ihr eure Geschichte jetzt unter diesem Film schreibt, ihr kriegt von mir sofort das E-Book zugeschickt, gratis. Und da haben wir noch ein paar andere Ideen, die schreiben wir auch noch drunter, was ihr noch gewinnt. Wir können eine riesen Revolution auslösen, jetzt zum Guten und zum Schönen, dass nicht Millionen Frauen neu in die Diätfalle hineingeraten. Und ich habe viele Wissenschaftler und Ärzte hinter mir, die immer wieder betonen, auch der Professor Lütz, in Köln sagt es ja immer wieder, dass eine Diät der Einstieg in eine Essstörung ist. Und das Mädel, das kürzlich hier war, hier hat sie gesessen mit der Mutter mit Binge Eating, 18 Jahre alt, bildhübsch, schrieb mir auch in der Anamnese, in dem Brief, der Grund meiner Erkrankung war eine Diät. Eine einzige Diät hat sie in die Essstörung Binge Eating reingeführt. Also wenn ihr das Schmauen drauf habt, seid ihr befreit von allen Ernährungsempfehlungen und spürt wieder hier, seid raus aus dieser oralen Frigidität. Das stammt übrigens von Frederick Perls,
Wenn das noch jemand kennt, vielleicht die reiferen Herrschaften oder die Therapeuten, es kommen ja viele Ärzte und Wissenschaftler raus, die kennen Frederick Perls, er war ein Gestalttherapeut, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, Das Ich, der Hunger und die Aggression. Und er war Psychiater und er hat Menschen vom Schlingtrauma befreit, also die nur geschlungen haben. Um wieder zu spüren, haben sie geschlungen. Und er schreibt, ich hatte eine Patientin, die konnte nur kochend heiße Suppe genießen, weil das alles tot war. Orale Frigidität. Und er sagt, die Nahrung besteht nur so lange, wie sie auf dem Teller liegt. Und wenn sie im Mund ist, wird sie gar nicht mehr gespürt und schon gar nicht mehr geschmeckt. Und Schmauen ist im Grunde genommen eine Metamorphose zu eurem ureigenen Geschmackssinn. Also wenn man so möchte, machen wir jetzt ein neues MeToo, für Menschen, die zu ihrem ureigenen Geschmackssinn wieder zurückgefunden haben. Schreibt mir unter dem Hashtag vom Diätwahn befreit. Schaut, da habe ich ein bisschen vorbereitet. Vom Diätenwahn befreit. Ich schmaue. Schreibt mir eure Geschichte drunter. Und ich kriege seit 12 Jahren die Post, dass die Menschen vom Diätwahn befreit sind durch Schmauen. Und jetzt möchte ich eine Rieseninitiative in dem Moment initiieren, wo ihr eure Geschichte reinschreibt, die bittersten Erfahrungen von Diäten, und ihr helft Millionen Menschen, die jetzt wieder davor stehen, ja, ich mache die nächste Diät. Schmauen befreit euch von all diesen Geschichten. Und die Barbara Keil habe ich gezeigt. Und in meinem Büchlein Kauliges Hund habe ich ja auch die Diäten auseinandergenommen. Gell? Und trotzdem, das Lesen allein bringt nichts. Man muss es spüren, man muss die Technik drauf haben. Schau ich mal, ob ich da noch was Wichtiges zu sagen habe. Das habe ich gesagt mit dem limbischen System. Und vielleicht noch irgendeine Geschichte vom Professor aus Göttingen von der Universität Bandelow, ein Suchtforscher. Er beschreibt immer wieder unser Belohnungssystem, das im Grunde genommen ein Bestrafungssystem ist. Wir belohnen uns nicht mit dem von der Natur ausgestatteten Belohnungssystem, sondern wir bestrafen uns. Die Belohnung kriegt die Diätindustrie und die Nahrungsmittelindustrie, die moderne Nahrungsmittelindustrie. Bandelow sagt, das primitive Belohnungssystem, Achtung, das ist ganz wichtig, warum ihr wieder zurückfällt ins alte Essverhalten, sitzt 3 Zentimeter unter unserem intelligenten Teil. Dieses animalische Gehirn bestimmt unser ganzes Verhalten, nicht nur Ess- und Trinkverhalten, jegliches Verhalten, das uns Gewinn bringt oder Zucker, ist ganz gesteuert von diesem mesolimbischen Belohnungssystem. Und da handeln auch intellektuelle Menschen danach, sagt er, auch Hochschullehrer, handeln nach diesem animalischen Belohnungssystem. Und dieses Belohnungssystem, animalische Belohnungssystem, da stellt dir ganz neu ein über den neu ausgebildeten Geschmackssinn. Merkt euch noch was, ihr könnt eure Lieblingsspeise und euer Lieblingsgetränk, ja, dieses ganze Zeug da, wisst ihr schon, ja, dass hier runtergeschüttet wird, oder eure Lieblingskeks, ihr könnt das erst aufgeben, wenn das gewohnte Geschmackserlebnis kein Geschmackserlebnis mehr ist. Psychische und physische Reize sind Bedeutungsreize. Wenn euch das nichts mehr bedeutet durch das Schmauen, ist das Ding gelaufen. So einfach ist die Methode, aus diesem Wahnsinnsterror von Diäten rauszukommen. Und jetzt schreibt eure Geschichte, schreibt sie jetzt gleich runter, ihr kriegt sofort das E-Book zugeschickt und teilt diesen Beitrag überall. Millionen Menschen, es ist eine Hilfsaktion, sind befreit vom Diätenwahn. Und das ist unsere Aktion nochmal, vom Diätenwahn befreit oder Diätwahn befreit. Ich schmaue! Me too! Ein neues Me too für Menschen, die befreit sind ab sofort vom Diätenwahn. Servus! Kommt drauf zu mir in die Schmauenpraxis. Ich zeige es euch sofort. Ihr habt es sofort drauf, wie es so einfach wie 1 und 1, 2 ist. Das war der Jürgen Schilling. Servus. Und ich freue mich auf euren Kommentar. Und teilt.